Vielleicht kann es dann halt auch mal sein, dass ich überhaupt keine Zeit habe. Dann werde ich aber einfach den Tag dann nicht spielen. Aktuell halte ich es ja tatsächlich so, dass ich wirklich jeden einzelnen Tag in Animal Crossing einmal mindestens kurz draußen gewesen sein will, spielen will und sowas. Das, ja, mache ich dann natürlich immer mit Vor- und Zurückspulen. Wobei eigentlich immer nur, ja gut, Save States und dann halt vorspulen. Weil wenn man die Save States dann lädt und nicht das Spiel an sich, dann ist halt immer noch der gleiche Tag. Ja, auf jeden Fall. Das werde ich machen. Da habe ich richtig Lust drauf, weil es ist halt einfach richtiges Animal Crossing spielen und nicht so, wie ich das halt mache. Ich habe halt aktuell Angst um meinen Bewohner, aber wir haben jetzt schon sehr viel Zeit mit denen verbracht und sollte dann halt mal einer ausziehen, weil ich einen Tag nicht spiele, dann ist es auch echt ein Sack. Muss man da mal so sagen. Ja, also. Und wenn dann sogar Keks auszieht, dann ist es so, mein Gott. Davon geht die Welt nicht unter. Auch wenn ich es sehr, sehr schade finden würde. Und wie gesagt, es ist erstmal nur eine Woche. Nicht, dass ich einfach Angst habe, dass das dann halt wirklich passiert mit den Bewohnern und sowas, aber ich habe halt einfach nicht die Zeit dafür und so. Natürlich könnte ich sagen, okay, ich werde einfach die Zeit überhaupt nicht mehr verändern. Das heißt, ja, dann nehme ich jetzt mal heute am 28. auf, dann irgendwann wieder am 4. und sowas. Aber da ist dann einfach viel zu viel Zeit dazwischen, finde ich. Und ich habe halt auch Blumen. Ich habe Hybriden. Die will ich halt vor allem nicht verlieren. Das ist eigentlich noch ein größerer Grund als die ganzen Bewohner. Weil die verschwinden auch maximal so nach 3 Tagen. Vielleicht kommt da mal der erste da so, hey, ich hab mal Bock auszuziehen, aber na, da muss man halt trotzdem nicht jeden Tag spielen. Bei den Blumen ist das was anderes. Hallo Bruder, bei Regenwetter denke ich immer, der Himmel sabbert. Du Sklave. Okay. Ich habe einen Bekannten in einer anderen Stadt und der hat gesagt, heute sei Häschentag. Und Osterhase, da sieht man es nochmal richtig schön. Osterhase. Der ist gerade vom Rathaus, Mann. Halt mich nicht für bekloppt, aber ich glaube, da besteht irgendeine Verbindung, du Sklave. Sprich ihn doch mal an. Tja. Ich bezweifle langsam übrigens, dass wir tatsächlich hier alle Items kriegen können. In einem Durchrutsch. Wir haben jetzt zwar noch ein paar Eier gefunden, aber da müssten dann ja auch wirklich schon überall Coupons drin sein. Und das war jetzt nicht immer unbedingt der Fall, ne? Auch keine Ahnung, wie viele Eier es dann wirklich insgesamt gibt und sowas, die man finden kann, finden soll, finden muss. Ich weiß es nicht. Und wir finden wieder nur Bonbons. Das gibt's doch nicht. Dankeschön. Wieder ein Gewinncoupon. Und noch einer. Und da ist jetzt hoffentlich auch noch einer drin. Bitte. Ich war schon wieder nicht. Ich war doch bei Nuke. Ah, da ist auch keiner drin. Was habe ich vorhin gesagt? Ich war wieder bei Nuke und ich habe es wieder vergessen. Aber wir haben jetzt sowieso ein neues Fossil. Dann können wir das gerade analysieren lassen und dann direkt wieder zurück. Und, oh Gott. Ich werde dann aber wieder unten rumgehen, oder? Hier habe ich mich auch noch nicht so gut umgeguckt, glaube ich. Ist da Apollo? Nee, gut. Ich habe mich verguckt. Ja, ich weiß nämlich nicht ganz, wo noch so wirklich Sachen sein können. Muss mich in dem oberen Bereich vielleicht auch noch mal ein bisschen umgucken. Wir können natürlich auch gleich unsere ganzen Sachen schon mal mit abgeben. Wäre auch eine Möglichkeit. Ihr seht doch, das ist jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig schnelle Möglichkeit, um an Geld zu kommen, aber halt trotzdem schneller als Angeln oder sowas. Ein Plesio-Schädel, auch den haben wir schon, okay. Gute Sache. Oder halt nicht so gute Sache. Ich fände es schon cool, wenn wir das weiter voranbringen könnten hier. Das Geld brauche ich jetzt auch gerade nicht so dringend. Wir haben noch ein paar Millionen auf dem Konto, wo ich aktuell nicht so die krasse Verwendung für habe. Klar, wir können noch eine raushauen für den Leuchtturm oder Windmühle. Da habe ich mich aber auch erst gar nicht entschieden, was wir da bauen wollen. Als erstes. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal beides gesehen haben, aber. Na gut, da geht es jetzt nicht ums Sehen, sondern es geht darum halt, dass die beiden Sachen ja verschiedene Effekte haben, was Insekten und Fische angeht. Aber ja, gut. Aktuell gibt es sowieso noch nicht so viele Insekten. Das heißt, aktuell würde sich der Leuchtturm auf jeden Fall mehr anbieten. Aber. Ja, ich brauche den auch jetzt nicht unbedingt da, weil es gibt es ja dann noch nicht so die vielen Fische, ne? Auch da kommen die krassen eigentlich erst so Richtung Sommer. Also gerade so die Haie halt, ne? Gut, den Quastenflosser, den können wir auch jetzt, gerade bei Regen fangen natürlich, aber. Ja, sonst. Und der ist halt schon wirklich sehr, sehr selten. Hier hinter vielleicht noch irgendwas? Maybe. Leider nein.
So, ein Ei haben wir noch gefunden. Vielleicht ist es noch ein Coupon. Bitte, 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 bitte. Nein. So, so viele Bonbons, ey. Ja, egal. Wieselibum, du suchst ein Ei oder sogar zwei und drei und du hast schon wieder ein. Coole Sache, gib her. Vier Stück haben wir jetzt noch. Rate mal, was du gewonnen hast. Ein ganz besonderes Jesientag-Geschenk natürlich. Ich bin ja nicht der Weihnachtsmann. Eine Eierlampe. Das Gute ist, wir kriegen hier auch definitiv immer verschiedene. Also das wäre halt richtig doof, wenn wir dann irgendwie fünfmal eine Lampe bekommen könnten oder so ein Shit. Das, ja, so random. Das wäre richtig kacke. Das dauert ziemlich Jahre, bis man das da komplett hat, das Set. Oder die Serie, das ist eine Serie. Ja, auf jeden Fall, wir hatten fünf, also vier Items und ein Teppich. Und jetzt haben wir weitere vier Coupons, glaube ich. Und sollten noch so drei bis vier Sachen fehlen, schätze ich. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt noch Eier finden. Einmal oder zweimal oder wie viele noch so? Ich glaube, das ist der letzte schon. Ich spreche ihn aber nochmal an, weil notfalls sagt uns halt einfach nur nochmal, ja, hier, jubel die Day, finde zwei und drei und, ne? Habe ich noch was? Guck mal selber nach. Wieselibum, du suchst ein Ei. Vielleicht sogar vier? Bring sie alle zu mir. Was gefunden? Nein, in den Eiern gibt es was Besonderes. Dann bring es schnell zu mir. Okay. Werde ich tun. Habe ich auch schon oft genug getan. Und wieder dieses enttäuschende Geräusch. Das war vorhin irgendwie nicht da. Weiß nicht, woran das genau lag. Wo kann denn noch was sein, Mensch? Soll ich die Sachen direkt mal mit ablegen? Ja, ich muss auf jeden Fall die Bonbons loswerden. Machen wir. Die müssen auf jeden Fall wieder abgelegt werden. Das sieht zwar jetzt aus, als hätten wir so voll viele Bonbons, weil wir deutlich mehr Bonbons bekommen als Coupons, aber... Ja, gerade wenn man Karneval spielt, gehen die so schnell weg. Dass die oder der Pavo, das ist ja glaube ich ein männlicher Charakter, wie ich jetzt erst beim Spielen im Let's Play festgestellt habe. Ja, der will einfach mal drei Bonbons haben von einer Farbe. Und das geht natürlich schnell weg. Genau, wir hatten vier Items. Jetzt kommen weitere vier Items dazu. Und das ist die Modetapete. Yo, okay, das heißt, uns fehlen noch zwei Items und eine Tapete. Drei Eier mit Coupons sollten wir also noch irgendwo finden. Und die würde ich auch ganz gerne finden, weil, ne? Dann hätten wir die Serie halt komplett. Einfach für den Katalog. Und das Bewusstsein, dass wir sie haben. Ich werde die wahrscheinlich nirgendwo ausstellen und ich werde sie auch... Ich könnte mir vorstellen, ich werde sie nicht im Schrank lagern. Weil stell euch mal vor, da hätten wir jetzt jede Serie, die ich komplett habe, aber nicht in meinem Zimmer haben will, die man nicht nachbestellen kann, wie eben diese Eierserie. Das wäre... Da wäre der Schrank halt auch relativ schnell voll. Vor allem können wir keinen anderen Stuff lagern, den wir irgendwie mal zwischendurch haben wollen. Wie Outfits und sowas. Deswegen wäre eigentlich ein bisschen suboptimal. Der ist schon wieder ein Bonbon, das gibt's doch nicht. Frechheit. Unglaublich. Naja, ich werde die ja ziemlich wahrscheinlich dann in den Briefen lagern. Wir haben ja noch einen ganzen Briefspeicher, wo wir einfach nur Briefe brauchen und dann können wir die Geschenke, die als Geschenk da dranhängen. Das würde ich halt gerne tun. Oh, Geheimen, was muss ich da sehen? Eine Modetapete in deiner Tasche? Ich glaub's nicht, in meinem Horoskop stand das mein Glücksitem. Ich muss sie haben, bitte. Was sagst du zu 398 Sternis? Ja, her damit. Ich will die sowieso nicht. Sonst hätte der Noob die jetzt bekommen. Aber wenn es dein Glücksitem ist, viel Spaß damit. Pack sie aber bloß nicht in dein Haus. Hängen sie vielleicht an die Wand oder irgendwas, aber... Ja, wobei, das ist ja... Vergesst es. Ich bin das glücklichste Mädchen in ganz Drakon, ja. Schön. Freut mich. Wobei, meinte sie jetzt wirklich glücklich oder meinte sie halt Glück haben? Ich weiß es nicht. Schwierig. Hier ist auch echt nichts mehr. Das ist... Ich meine, gut, das Ding gerade habe ich auch wieder komplett übersehen. Bin mir auch schon zwei, dreimal vorbeigelaufen. Moment. Jetzt war ich nicht bei Nuke. Ich wollte fast schon wieder vorbeirennen, ne? Ich habe gerade Seepferd verstanden. Ach ja, blöd. Ich würde doch so gern... Mann, Nuke. In meinen Briefen habe ich jetzt auch nur noch die Items, ne? Genau. Das ist korrekt. Na gut. Dann suche ich jetzt noch ein bisschen. Laufe ich noch ein bisschen blöd rum.
Mit wem haben wir denn noch nicht gesprochen? Wir haben noch mit Mischka nicht gesprochen, die ist zu Hause. Habe ich vorhin überlegt, ob ich mal reingehe, aber hat mich jetzt auch nicht so krass gereizt. Gerald ist, glaube ich, auch zu Hause, vielleicht. Apollo haben wir auch noch nicht gesprochen. Der ist allerdings wirklich zu Hause, das weiß ich. Glaube ich. Ich meine, gesehen zu haben, dass er zu Hause ist. Ja. Komm, gehen wir mal rein. Vielleicht spawnen ja dann noch ein paar neue Eier. Das glaube ich nicht so, aber vielleicht. Wäre schön. Hallöchen. Guck gerade Fußball. Hallo, Bruder. Immer wieder schön, dich zu sehen. Hey, man. Mir fällt gerade ein. Der Gerald ist doch krank, ne? Ja, ich kaufe direkt mal hier so ein Medipack nochmal. Diesmal aber auch wirklich direkt. Das ist mir schon wieder komplett entfallen. Klar, der war krank. Die sind ja, glaube ich, immer 2, 3 Tage krank. Man muss die, glaube ich, auch nicht komplett gesund pflegen. Wenn man ein- oder zweimal hilft, reicht das, glaube ich, schon. Dann sind die, also, gesund werden die sowieso wieder. Aber dann sagen die auch so von wegen, hey, du hast mir das Leben gerettet und sowas. Hier, komm, hier, kriegst ein tolles Geschenk. Keine Ahnung. Ja. Kaurischneck oder so ein Scheiß, was richtig Billiges. Aber, ja, die kriegen dann auf jeden Fall was. Hier ist auch echt nichts. Oh, hier doch! Mein Gott. Gut, dass ich hier nochmal lang gegangen bin. Und wehe, das ist jetzt kein Coupon. Mir fehlen noch 3 Stück. Dann verstehe ich aber die Welt nicht mehr. So viel kann ich nicht übersehen haben. Na! Ich habe noch voller Bewusstsein drauf gedrückt. Ich habe gesehen, ah, jetzt gibt es ja öffnen und vergraben. Und ich darf nicht auf vergraben durch. Und ich drücke auf vergraben. Oh Gott. So, jetzt gibt es aber wieder nur öffnen und ablegen. Und da ist jetzt bitte. Da ist schon wieder. Das gibt es doch nicht. Jetzt mal ohne Witz. Wo sollen denn noch die ganzen Coupons sein? Das kann doch gar nicht sein. Das ist Betrug. Auf ganzer Linie. Ich kann doch nicht so viel übersehen haben. Wenn ihr noch was gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, aber echt, das gibt's doch nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass wir alles finden können. Oder habe ich das damals nie getan? Ich weiß es nicht. Komm mir nicht näher. Diese Erkältung ist nicht von schlechten Eltern. Ich werde müde, wenn ich so rede. Du bist ein guter Freund, das meine ich ernst. Hier, bitteschön. Oder willst du ein Bonbon? Na, schmeckst du wahrscheinlich eh nix. Oh, das Zeug wirkt ja wieder blöd. Ich fühle mich schon etwas besser nur noch. Das ist schummrig. Ich gehe ins Bett. Morgen sieht die Welt besser schon ganz anders aus. Sicher. Und ich glaube, er hat auch Hallus, weil er hat kein Bett. Er darf sich gerne auf die Bank da legen. Ich weiß zwar nicht, ob die den aushält, weil es ist eine Bierbank, aber ja. Viel Spaß beim Ausprobieren. Halt besser schon mal das Telefon bereit. Ey, ich kann doch. Das haben. Ach, das ist das, was ich aus Versehen mal wieder zurückvergraben habe. Ja, ich erinnere mich. Aus dem Pilz ist leider nichts gewachsen. Ja. Toller Witz. Weiß gar nicht. Es gibt ja richtige Pilze hier in Animal Crossing. Kann man die vergraben? Und wenn ja, ist das einfach nur ein X oder. Ja, da wird ja nichts draus wachsen oder so, oder? Ja. Da ist auch doch was, sag ich. Ups. Komm, wir brauchen noch 3 Coupons. Da muss jetzt einer drin sein, sonst stürze ich mich ins Wasser, was in diesem Spiel noch nicht geht. Ich habe nicht auf Vergraben gedrückt. Das ist gut. So, komm, wir gehen jetzt mal hier weiter am Strand lang. Da haben wir zwar vorhin schon links einen gefunden, aber das heißt ja nichts. So blind, wie ich hier gerade offenbar die ganze Zeit durchgerannt bin. Ich war doch jetzt schon überall 4, 5 Mal. Also mir gehen halt wirklich die Ideen aus, wo ich noch langlaufen kann, wo ich noch suchen kann. Deswegen tue ich es einfach und ich finde auch irgendwie immer noch was. Aber ich will hier nicht aufhören, bevor ich alle Möbel habe. Ist locker möglich. Ich habe es halt so in Erinnerung. Meine Erinnerung täuscht mich nie, wie ihr ja wisst. Aus diversen Let's Plays, wo es 1000 Mal bewiesen wurde, dass es das ist. Tut und was weiß ich. Grammatik. Gerade hier bei diesem plattgelaufenen Boden muss man natürlich aufpassen, weil man die da extrem schwer sieht. Hier habe ich auch gerade schon mal überall zwischengeguckt. Da ist aber. Ich will es ja gar nicht in den Mund nehmen, aber da ist definitiv nichts. Aber irgendwie kann ich es ja nie so wirklich mit Sicherheit sagen, dass da nichts ist.
Ich könnte aber mal wieder definitiv einen Save State machen. Und wir spielen jetzt doch schon wieder relativ lange seit dem letzten. Ja komm, geh weg hier. Ah, verdammt. Ich will alles finden, ich will 100%! Bei Ostern. Ich gehe auf jeden Fall nochmal hier lang. Soll ich vielleicht doch mal die ganzen Fallen da ausgraben? Vielleicht ist ja doch ein Eyeball. Das kann aber eigentlich nicht sein. Wobei doch, das hier, oder? Das ist ein Ei. Wie mies! Wie mies! Woher soll ich das denn wissen? Ich meine, das ist meine Schöpfung. Okay, das andere sind aber definitiv alles Fallen. Also die habe ich auf jeden Fall vergraben. Außer, dass jemand reingelaufen und da ist jetzt ein neues Ei platziert worden. Das kann natürlich sein, das wäre aber scheiße. Weil davon muss ich jetzt ausgehen, dass das meine sind. So. Der Wald rächt sich jetzt natürlich auch, dass ich den gepflanzt habe, weil ich überhaupt nicht sehe, wo noch was ist und so. Habe ich jetzt ein oder zwei Eier noch gefunden? Eins, okay. Coupon. Da muss einer drin sein. Ja, okay. Einer noch. Ein Ei. Im besten Falle. Vielleicht sind es auch zwei oder drei oder vier. Ich weiß ja nicht, ob da jetzt dann beim nächsten auch wirklich ein Coupon wieder drin ist. Alter, wie böse! Okay, das ist ein Fossil. Trotzdem war das böse! Und genau das ist der Grund, warum ich nie alle Fossilien oder sowas an einem Tag finde. Weil die einfach hinter der Schneiderei versteckt sind, wo man die überhaupt nicht sehen kann. Okay, das war eigentlich mega offensichtlich. Ich bin ja gerade sogar noch nach hinten gelaufen und habe das Ei hier nicht gefunden. Da schäme ich mich auch ein bisschen für gerade. Und es ist eben nur ein Bonbon drauf. Fuck. Ich raste hier gleich aus. Das gibt es doch nicht. Hinter dem Museum habe ich auch schon geguckt gerade, ne? Aber ich wiederhole mich. Das heißt ja nichts. Ach ja, bevor ihr jetzt übrigens denkt so, oh mein Gott, da kann ich doch gar nicht sehen, wenn die unter den Designs sind. Keine Sorge, da sind keine vergraben. Das weiß ich. Das ist eigentlich das Praktische, wenn man so eine richtig zugekleisterte Stadt hat. Weil dann gibt man, man kann dann quasi irgendwie einfach 20 Felder oder sowas im Kreis, oder im Quadrat besser gesagt, freilassen. Und dann werden genau da eben die Eier vergraben, weil es da keine andere Möglichkeit gibt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber die werden auf keinen Fall unter Designs vergraben. Da müsst ihr keine Sorge haben, weil das Feld ist quasi belegt. Da kann quasi nichts vergraben werden. Können wir ja auch nicht machen. Deswegen sagt das Spiel auch nie, das geht einfach nicht. Ist auch einfach nur fair. Sonst wäre das echt mega, mega assi. Dann könntest du ja gar nicht alles finden, bis... Ja, du kannst einfach die Stadt auseinandernehmen und dann halt... Und das lohnt sich nicht. Dafür nochmal alle Designs aufheben, danach wieder auslegen. Nee, 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 nee. Das macht keinen Sinn. Es macht aber auch keinen Sinn, dass ich immer noch ein Ei mindestens brauche. Und nicht gefunden habe. Ich gucke jetzt nochmal verstärkt hinter Häusern und Bäumen, weil... Gerade das mit der Schneiderei hat mich jetzt stutzig gemacht. Okay, klar, das war ein Fossil. Aber es hätte genauso gut ein Ei sein können. You never know. Ich werde nicht aufhören, bis ich das geschafft habe. Egal, wie lange ich jetzt hier am Stück aufnehme. Vielleicht werde ich das dann doch schon früher veröffentlichen. Dass der letzte Part dann am Sonntag kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt doch dann die Aufnahme mit Palek am Sonntag. Ich weiß es nicht. Ich überleg mir was. Gerade hier ist natürlich auch tückisch, vor allem weil ich nicht weiß, wo sind Blumen weg. Hier war ja mal alles voll, aber ich habe die nicht regelmäßig gegossen. Nicht alle, immer regelmäßig. Deswegen fehlen da ja immer mal wieder ein paar. Auf der Hälfte, gerade oben, habe ich mich jetzt doch eigentlich gut umgeguckt, ne? Eigentlich. Das heißt, eigentlich sollte hier nichts mehr sein. Komm, hinter Kekshaus, komm. Nee, ne? Ja, der war so ein Stück Stern. Von dem grünen Dings da. Deswegen war ich kurz stutzig. Ich muss natürlich auch entsprechend langsam jetzt vorgehen, weil ich sonst wirklich wieder übersehe. Wie wahrscheinlich schon einige Male. Ich habe mir auch nicht verzählt, ne? Es fehlt wirklich noch was.
Kann ich ja nicht ausschließen, dass ich mir einfach verzählt habe irgendwie. Hier bin ich auch immer ein bisschen schnell durchgegangen, gebe ich zu. Ja. Seht ihr mal. Immer achtsam mit Augen offen. Mit offenen Augen durch die Welt laufen. Da haben wir sie. Alle Gewinncoupons. Das verdient nochmal einen. Safe State. So. Us, jetzt geht's ja in den Kragen. Gib mir deine letzten Items. Wiesel die Bumm, du suchst ein Ei, aber du hast schon wieder einen gefunden. Hervorragend, gib her. Oh mein Gott. Wunderbar, da müssen wir vielleicht doch nur zwei Videos draußen machen. Schön. Nur. Ein Eierspielzeug, ist das nicht toll? Wobei ich euch die Items ja auch eigentlich nochmal zeigen wollte. Aber gut, das können wir unter der Woche machen. Da, das ist jetzt eigentlich komplett egal. Ich werde sie halt auf jeden Fall nicht verkaufen jetzt, ne? Ich würde euch aber, glaube ich, halt gleich mal zeigen, wie viel das bringt, wenn wir ein Item verkaufen würden. Zwei brauchen wir, oder einen, oder? Einen noch, okay. Dann lege ich die restlichen Items ab und die Bonbons in mein Haus und dann... Ne? Aber erstmal gehe ich halt zu Nook und zeige euch kurz, wie viel das kostet. Oder wie viel uns das bringt, besser gesagt, wie viel ihn das kostet. Die Items gucken wir uns dann höchstwahrscheinlich mal irgendwann an. Dann werde ich es einfach mal kurz in mein Haus klatschen oder so. Mal schauen, ich überlege mir was. Vielleicht gebe ich es auch erstmal Komori. Ich meine, der hat gerade, also Platz hat er eigentlich nicht, aber ein leeres Haus. Hallo, was willst du? Du musst mir helfen, Anline. Ich habe mein ganzes Erspartes für Reispudding ausgegeben. Wenn du mir jetzt meine tolle Küchenuhr für 1750 Sterne verkaufst, würde mir das echt helfen. Okay, dann machen wir das. Wirklich, zum Glück, hey man. In Ordnung, es geht los. Keks ist on fire hier. Hatte der nicht eigentlich diesen braunen Fleckenschirm? Naja, okay. Danke, Anline. Du bist mein Held. Keks ist on fire. Your defense is terrified. Ach ja. So. Oh, wir haben 88.088 Sternis. Ist das nicht toll? So, jetzt will ich wissen, wie viel die Eierkommode bringt. Ich werde sie nicht verkaufen, aber ich will wissen, wie viel das bringt. 9.000. Also tatsächlich knapp 10.000. Das heißt, wir werden 81.000 in etwa damit verdienen. Mit den Möbeln an sich oder würden. Ne? Ich will sie ja nicht verkaufen. Ah, den Superpilz brauche ich den. Ich behalte ihn ja. Ah! Ja, ich war jetzt gerade echt... Hey, ich habe doch drei Sachen bekommen. Ich hätte die Eiertablette jetzt echt verkauft. Die will ich... Die brauche ich erst recht... Weil das ist auch, ja gut, eigentlich ist alles einmalig hier. Gut. Okay, schön. Aber wir haben jetzt immerhin die ganze Reihe, das ist schön, die ganze Serie. Das gefällt mir. Wie gesagt, wahrscheinlich würde es dann jetzt live weitergehen, das heißt Montag. Ja. Also, wenn ich montags aufnehme, werde ich einen Montag spielen. Ihr werdet das dann wahrscheinlich erst Dienstag oder Mittwoch sehen, je nachdem, wie schnell ich dann beim Rendern bin. Ist halt immer nur so Sache, weil ich eigentlich dann erst so wirklich Zeit habe ab 7 oder später. Ja, und dann erstmal aufnehmen, eine halbe Stunde. Das dann schneiden und dann hochladen und dann noch veröffentlichen. Na, also das wird dann auf jeden Fall so 10:30 werden. Wenn es dann eben was wird. Wenn nicht, wird es dann halt am nächsten Tag was. Dann machen wir das mal so oder machen wir das... Doch, wir machen es besser so und die anderen beiden Items... Ich glaube, die stelle ich jetzt einfach mal gerade hier hin. Ich stelle ich aber, glaube ich, oben hin. Da passt es ein bisschen besser. Dann sehen wir zumindest, wie die Eierserie generell aussieht. Natürlich so ein fettes Ding übrig gelassen. Super. So sieht die Eierserie aus. Also, man sieht das von hinten jetzt nicht so ganz. So richtig schön bunt angemalt und so ein Kack. Was haben wir hier noch? Das Eierspielzeug. Das ist auch ein breites. Toll. Wie gesagt, ich habe mir die besten Sachen ausgesucht. Ich muss sie doch irgendwie in den Schrank quetschen. Ich muss sie jetzt nur irgendwo hinpacken, wo ich sehe, aha, das sind Special-Sachen. Wenn ich jetzt zu anderen Items packe, dann sehe ich irgendwie nicht direkt so von wegen, hey, guck mal, das sind Special-Sachen. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Äxte raus. Ich brauche sowieso keine drei Äxte in meinem Schrank. Völliger Schwachsinn. Na, den Superpilz will ich ja nicht reinlegen. So, genau. Die drei Bonbons noch hinrotzen. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Wie gesagt, wir werden das nochmal
Also ich werde nochmal mit Virginia spielen hier. Dann werden wir nochmal Ostern erleben. Dafür muss ich wahrscheinlich immer zurückspulen und sowas, aber ist ja nicht schlimm. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.